Das Zwischenahner Meer hat wieder einen Wels. Das Tier, das Dieter Oetken am vergangenen Sonntag in einer Aalreuse gefangen hatte, hat sein Sohn Jürgen Oetken nun wieder ins Zwischenahner Meer entlassen. Bis dahin hatte der Fisch in einem Hälterbecken der Fischerei Raben verbracht und war dort von zahlreichen Kunden und Ausflüglern interessiert begutachtet worden.